Moin Leute! Am heutigen Tag bauen wir unsere eigene Schokoladenfabrik. Denn wir spielen am heutigen Tag das vielversprechende Spiel Chocolate Factory. Und Leute, guckt euch das Ganze an. Hier gibt's Bäume, die sind kleine leckere Zuckerstangen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier unten ein Schokoladenmeer ist. Und da im Hintergrund ist doch gerade irgendwas rumgelaufen. So, warte mal, ich habe gerade das Spiel gestartet. Ah, warte mal, Technologiebaum. Schokofelsen. Zuckerkristall. Spitzhacke ausrüsten. Ah, da ist meine Spitzhacke. Okay, das ist, glaube ich, Zucker. Oh, warte, das ist ein Ausrufezeichen. Oh, da ist irgendeine gelbe Flüssigkeit. Hallo, Zuckerkristall vorkommen. Alter, nice. Zack, zack. Da, wir sehen, wir bekommen Zuckerkristalle. Oh, das Spiel erinnert mich mega an Satisfactory, Alter. Okay, diese Technologie ist vollständig. Dann lass doch mal gucken, ob wir hier Schokofelsen. Schwierig. Hallo, hat jemand Schokofelsen gesehen? Was seid ihr? Das sieht aus wie Karamell. Können wir auch noch nicht abbauen. Oh, warte, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Es könnte Schokolade... Doch. Da rechts läuft wieder jemand. Ist das ein Lebkuchenmann? Wir wollen es nicht ausprobieren. Hallo. Zack, Alter. Technologie, Schokofelsen fertig. Ja, okay, wir bauen den Schokofelsen ab. Komm her, Schokofelsen. Okay, die Frage ist, ist der Lebkuchenmann da vorne ein guter oder ein böser Typ? So, jetzt drücken wir mal G. Halte Tab für das Baumenü gedrückt und baue eine Werkbank. Ah ja, Schokowerk. Ah, ja, warte, aber lass uns lieber... Ich würde ein bisschen näher am Meer gerne bauen, oder? Hallo. Guten Tag, Sir. Hey, ganz ruhig, Lebkuchenmann. Chill dein Leben. Ich will keinen Stress. Oh, hier ist eigentlich gut, dass man... Hier in der Mitte auf dem riesen Grasfeld, weil da wären wir so ein bisschen in der Mitte von allem. Die Wege nach hier hinten. Doch. Ich glaube, ich baue hier vorne in der Mitte. Das ist, glaube ich, ein cooler Spot. Du bist ja... Okay, warte. Wir gehen hier vorne hin. Ja, dann sind wir in der Mitte zwischen Zuckerkristall und Schokofelsen. Das ist gut. So, Schokowerkbank. Zack, Junge. Zugang zum Bauen. Ah ja, jetzt sehen wir, wie viel Zuckerkristalle, wie viel Schokofelsen wir haben. Ah, wir können einen Schokoriegel bauen. Lass mal gucken, was wir als nächstes hier... Stromkasten, deine Hauptstromzentrale. Benutze die Strommasten, um von hier aus weiter zu expandieren. Zuckerwattegenerator. Kann ich aber noch nicht bauen. Vielleicht müssen wir hier erstmal was craften. Technologiebaum, Schokofelsen. Ich werde das mal probieren. Ich mach mal so ein... Schokoriegel. Okay. Ah, Schokoplatte. Ah, da macht man aus den Schokoriegeln macht man Schokoplatten. Gut. Aus den Zuckerkristallen machen wir Zucker. Dann Zuckerdraht. Und dann noch Zuckerwatte. Okay. Aber trotzdem weiß ich noch nicht, wie wir jetzt hier diesen Zuckerwatte-Generator bauen. Ah, guck mal. Wir können hier zwischen den Schokosachen wählen. Und den, die man aus Zuckerwatte scheinbar baut. Lass uns mal das, weil das ist ja... Die Hauptstromzentrale, die setze ich dann einfach mal hier hin. Sehr gut. Keine Energie mehr. Ja, warte, dann machen wir noch den Zuckerwatte. Oh, Alter, das ist ein dickes Ding. Den setze ich dann mal hier hin. Sehr gut. Nicht verbunden. Verbinde an deine Stromzentrale. Ah ja. Ja, warte, das ist ja kein Problem. Strommast. Kann ich die denn? Warte mal so. Zack. Und dann hier dran. Ah, nee, das hat sich automatisch verbunden. Geil. Guck mal hier. Strom, Zuckerwatte. Okay, warte mal. Dann brauche ich jetzt... Muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen Zuckerwatte craften, oder was? Zuckerwatte. So, oh, guck mal. Wir haben doch jetzt hier ganz viel Zuckerwatte. Dann lege ich hier Zuckerwatte rein. Und jetzt produziert er Strom. Sehr nice. Extraktor kann Ressourcen aus Erz verkommen wie Kakao und Zucker gewinnen. Oh, ja, warte mal. Schokopladen, Zuckerdraht. Schokoplatten... Brauchen wir noch mal ein bisschen. Ja, wir haben, glaube ich, nicht genügend Zucker mehr. Weil Zuckerdraht brauchen wir wie viel? Okay, dann lass uns noch mal zum Zucker vorkommen. Weil dann können wir mit dem Ding, den packen wir dann hier vorne hin und dann können wir das extrakten. So, ich gönne jetzt hier richtig rein. Und aus dem Zucker machen wir dann die Zuckerdrähte. Wir brauchen 8 Stück. Ah ja, das ist dieser Extraktor. Den bauen wir jetzt mal hier. Den baut man da so richtig drauf. Okay, zack. Jetzt müssen wir allerdings einmal Strommast, genau. Kann der direkt hier vorne hin platziert werden? Nee, unendlich lang können sie nicht sein, aber das müsste reichen. Ah ja, guck mal, das Kabel wurde gespannt. So, Extraktor. Der baut jetzt hier diese Zuckerkristalle ab.
Dann müssen wir halt gucken, dass wir zukünftig noch ein Förderband oder so hier hinpacken, damit wir sozusagen unendlich Energie produzieren können. Ja, ja, guck mal, weil das geht schon gut runter. Und hier, warte mal, jetzt brauchen wir auch noch mal Zuckerdraht. Jetzt müssen wir noch mal zur Schokoquelle, weil da fehlen uns, glaube ich, auch noch Ressourcen. Da würde ich jetzt den Extraktor auch hinbauen. Ich glaube, das war schon echt gut, dass wir unsere Basis so zwischen den beiden Dingern gebaut haben. So, komm mal her, Schokofelsen. Hopp, 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 hopp. Dann Schokoplatten. Und dann komm mal her, Mr. Extraktor. Sehr gut. So, Strommast. Komm mal her, Junge. Das muss diesmal echt ziemlich, ziemlich weit. Ah ja, warte, aber das geht. Zack. Machen wir immer auf Maximalweite. Na komm, bitte, bitte, bitte. Hallo? Ah, mir fehlen die Ressourcen. Alles ganz gut, dann können wir mal gucken, wie viel Zucker da schon produziert wurde. Weil hier ist doch jetzt bald schon wieder Ende Gelände. Ja, da sind nur noch 19 drin. Aber hier müsste sich ordentlich was drin befinden. Es geht. Ah, das ist schon... Ah, man kann immer nur 100 haben. Okay, gut zu wissen. Wieder ganz viel Zucker. Das würde ich gerne ein bisschen beschleunigen. Ah, guck mal, man kann auch irgendwann Rüstung sich craften scheinbar. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Zeug für die Stromproduktion. Genau, und Zuckerdraht, Schokoplatte. Nee, Strommast. Ah ja, das ist genug. Dann kann da hinten auch extrahiert werden. So, komm mal her, Strom. Ja, okay, jetzt geht's auch. Und, jawohl, alles verbunden. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das ist mit der Schmelze. Verwende Förderbänder, um Gegenstände ein- und auszuliefern und stelle sie manuell bereit. Das würde ich, glaube ich, erstmal da drüben aufbauen, aus dem einfachen Grund. Okay, ich check den Sinn von dieser Schmelze noch nicht. Aber Förderbänder sind halt cool. Warte mal. Ich würde ganz gerne hier mal gucken. Schmelze. Schokoriegel, Zucker. Ich hätte halt gern da Förderband. Ah, okay, wir brauchen die Schmelze, bevor wir das Förderband bauen können. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Oh, Alter, ist die groß. Ja, die kommen jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe mal, das passt so, wie ich mir das vorstelle. So. Und jetzt Gegenstände für Produktion. Ah, okay, okay, okay. Ja, hätte ich ein bisschen mehr in die Mitte machen sollen. Aber es geht mir jetzt hauptsächlich darum, kann ich jetzt... Ja, jetzt können wir auch Förderbänder. Genau. Also, das wäre cool, wenn wir hier... Zack. Ah, Schoko... Oh, dafür brauchen wir Schokoplatten. So, das möchte ich nämlich. Ah, okay, warte mal. Wir gehen mal hier zur Schokowerkbank. Hoffentlich haben wir hier noch mehr... Schokoplatte. Ja, komm, wir machen jetzt erstmal aus den Schokofelsen Schokoriegel. So. Und daraus ganz viele Schokoplatten. So. Sehr gut. Förderband. Genau. Das soll jetzt direkt da rein. Sehr nice. So. Ah ja, guck mal, jetzt fahren die hier hin. Das Ding ist allerdings, ich würde daraus ja gerne was anderes machen. Weil wir brauchen ja dieses letzte Ding. Weil für die Produktion von Strom... benötigen wir die Zuckerwatte. Und die Frage ist, kann er hier Zuckerwatte produzieren? Weil er produziert ja... Ah, warte, Zuckerkristall, Zucker. Nee, aber das, was ich eigentlich brauche, ich brauche ja Zuckerwatte. Wahrscheinlich kann dieses erste Ding, kann das nur so weiterverarbeiten. Und dann brauchen wir vielleicht den Werker, der das wieder weiterverarbeitet. Probieren wir es mal aus. Dann mache ich das Förderband. Ah ja, hier raus. Sehr gut. Oh, Förderbandwinkel zu steil. Ja, warte mal, kann ich nicht trotzdem? Das war vielleicht ein bisschen doof. Ja, das war sogar sehr doof. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, dann hier rum. Das ist echt nicht ideal. Ach, wir brauchen neue Schokoplatten. Weil durch den Kreislauf haben wir dann auf jeden Fall schon mal unendlich Strom. Wir müssen dann nur gucken, dass wir hier das noch automatisieren. Dann haben wir zumindest, glaube ich, schon mal die Basics. So. Guck mal, jetzt haben wir hier Schokofelsen. Danke. Hier mache ich dann auch direkt schon mal Schokoriegel. Der Strom ist ausgegangen. Okay, wir kommen. Chill. 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 Mann, lass dich. Okay. Ich hau dich kaputt. Ah. Alter, der haut mich kaputt. Lass mich, Junge, wie viel Schaden, wie viel hältst du denn aus? Er ist aber schon gut kaputt. Ja. Oh, 30 Schokoplatten, Alter. Das hat sich gelohnt. So, hier steht die Produktion jetzt auch schon still. Achso, hier kann ich das eine erstmal reinwerfen. Zack. So, jetzt müssen wir hier nochmal diese Förderbänder so extremst krampfig rumbauen. So.
So, und jetzt geht das auch rein. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, wir wollen Zuckerwatte produzieren. Sehr gut. Und hier geht's jetzt raus, ne? Ja, hinten geht's. Das ist nicht ideal. Aber passt. Jawohl! Das funktioniert. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau, hier kommt jetzt die Zuckerwatte an. Hier entsteht ein kleiner Stau. Das ist mir allerdings auch egal. Was haben wir denn noch hier? Schokolehm. Zucker. Ah, guck mal, wir brauchen Schokoplatten, Zuckerkabel. Zuckerdraht, Schokoplatte, Schokoriegelwaffel? Produziere in Werker T1 Schokoplatten. Gut, das Ding ist, hier haben wir es jetzt geschafft, den Strom zu maximieren. Trotzdem brauche ich, glaube ich, nochmal selber ein bisschen Zucker. Können wir uns ja eigentlich easy rausnehmen, oder? Genau, guck mal hier, Zuckerkristalle. So den Zucker raus. Hier kommt so noch ein bisschen Zucker. Ich meine, das Ding wird doch jetzt sowieso vollgeballert. So, brauchen wir hier auch diese Schmelze. Gehe ich zumindest mal von aus, oder? So, ich habe doch 8 Zucker... Ich habe doch gerade gecraftet. Bin ich doof? Ach so, oh, ich habe Zuckerkabel statt Zuckerdraht gemacht. Ich war einen Schritt zu weit. So, weil jetzt brauchen wir erstmal die Schmelze. Bauen wir hier hin. Zack. Und dann den Werker. Zack. Dann Förderband. Sehr gut. Und hier können wir doch jetzt sagen, okay... Schokoriegel sollen produziert werden. Jawohl. Guck, da haben wir jetzt die neuen Sachen freigeschaltet. Aber irgendwie... Ah, warte. Zum Freischalten gedrückt halten. Zack, Alter. Wir haben die Schokoriegelwaffel. Und wie baue ich die? Ah, wahrscheinlich am Dingens. Am Crafting Table. Ja. Dafür brauchen wir 20 Schokoplatten. Und dann klatschen wir die kleinen Dinger um. So, einmal bauen. Sehr nice. Jetzt müssen wir mal gucken. Da, Schokoriegelwaffe kommt hier auf die 2. Alter, das ist ein Stick. Jetzt werden wir mal 1 gegen 1. Wo seid ihr? Wo ist er? Jetzt seid ihr plötzlich... Oh, nee, warte, er badet da drin. Er schwimmt, was auch immer das ist. Komm her, 1 gegen 1, Junge. Oh Gott. Aua, er klatscht mich. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Waffe ist nichts. Oh, da ist er down. Dem haben wir gezeigt, wo der Frosch die Loggen hat. So, oh, Produktion stockt hier. Warum stockt hier die Produktion? Doch, das wird hier weitergeleitet. Und hier gibt es dann die Schokoplatten. So. Schokolehm. Ah ja, was macht man mit Schokolehm? Schokoziegel. Eine Farm. Okay, wir brauchen jetzt nochmal Zuckerkabel. Dann können wir das nächste Rezept freischalten. Haben wir. So, Schokolehm. Batz, Junge. Der Extraktor spürt nun Schoko... Ach, es gibt Schokolehm-Vorkommen. Vor allem der Extraktor kann Ressourcen aus Erzvorkommen wie Kakao und Zucker gewinnen. Zeigt nahegelegene Ressourcenvorkommen an, während sie platziert werden. Okay, warte mal. Ah, da Zuckerkristall, Schokofelsen, Zuckerkristall. Schokolehm, da hinten. 69 Meter. Da gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ja, warte mal, dann brauchen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, dass wir unseren Strommast dahin ziehen. Hier oben, okay, hier oben, wir müssen hier einmal rumgehen. Da geht kein Weg dran vorbei. Oder wir gehen auf der rechten Seite hier. Ist das entspannter? Ja, ich glaube, das ist chilliger. So, hier längs. Sehr nice. Oh, ist das Schokolehm? Das... Ja, Schokolehm-Vorkommen. Sehr gut, okay. Extraktor. Batz, Junge. Hat er direkt Strom? Hat direkt Strom. Und was kann man mit Schokolehm jetzt machen? Schokoziegel. Produziere in Schmelze. Der Splitter. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Zuckerkabel. Okay, okay, okay. Warte mal, hier mache ich aber auch nochmal eine kleine Werkbank hin. Zack. Ah ja, hier. Aus dem Schokolehm. Klaue ich mir mal kurz. Oh, da geht aber einiges. So, die haben wir jetzt am Start. Warte mal, ich habe doch gerade schon Schokoziegel gemacht, oder nicht? Schokoplatte, Schokoziegel. Achso, warte mal, wir müssen sie in der Schmelze produzieren. Gut, dann machen wir erstmal Schokoplatten. Es muss wahrscheinlich in der Schmelze produziert werden, sonst zählt es nicht. So, komm mal her, Mr. Schmelze. Schokoziegel. So, guck, jetzt haben wir die Sachen freigeschaltet. Oh, Alter, Schokoziegel, 200 Schokoplatten. 100, okay, die Farm, ich weiß nicht, was sie bringt. Splitter, Lager, Basiswände, Mais, Maisgrieß, Maissirup. Alter, was gibt, Alter? Okay, irgendwann gibt's Lakritz. Was ist das für ein Talent-Tree noch?
ich bin gerade mal hier bei den Schokoziegeln. Okay, warte mal, wir brauchen 200 Schokoziegel. Ich meine, das können wir eh erstmal machen. Ja, Paletto hat mal wieder ein bisschen Scheiße gebaut. Oh! Okay, warte mal. So machen wir es im besten Fall. Wartet ab. Das ist doch jetzt viel schlauer. Sehr gut. So, und dann wird es hier ballert es raus. Hier machen wir jetzt erstmal die Schokoziegelproduktion. Genau. Und die gehen jetzt hier ganz entspannt rein. Oder? Ja. Schokolehm, Schokoziegel. Stromproduktion sollte auch noch gut laufen. Ah ja, hier ist doch irgendwann Ende Gelände, oder nicht? Ja, ja, hier sind jetzt 87 Schokoplatten und noch Schokoriegel. Hier nehme ich auch nochmal die Schokofelsen raus. Dann sollten wir es doch eigentlich easy schaffen. Oh, und hier unsere wunderbare Stromquelle. Läuft immer noch gut. Wunderbar, Zuckerwatte wird produziert. Ich klaue hier einmal die Zuckerkristalle. Hier schnappe ich mir auch so den Zucker. Was brauchten wir nochmal von dem einen? Wir brauchen 100 Zuckerkabel. Oh ja, wir haben viele Zuckerkristalle. Boah, das müsste doch eigentlich durchgehen, oder? So, wie viel haben wir jetzt? 47 Zuckerkabel, okay. Es wird. Wir könnten natürlich jetzt auch die Produktion einfach selber umstellen, damit kurzzeitig jetzt weniger Strom produziert wird und einfach dieser Zuckerdraht. Aber Paletto macht's oldschool. Er macht's auf die Dummkopfart. Ich klicke, klicke, klicke. Jo, einfach bei Cookie-Clicker. Und 96. 4 Kabel. Sauber, Hammer, oder? Jawollo. So, jetzt brauchen wir noch 200 Schokoziegel und 100 Schokoplatten. So, Schokoplatte, sehr gut. Schokoziegel, wird alles rausgeklaut hier. Nichts automatisiert. Paletto macht, hier wird es noch per Hand. Hier, gib mir den Schokofelsen. Aber warte mal, wir brauchen auch den Schokolehm. Zack. Oh ja, Schokoziegel, ich habe keinen Platz mehr. Schokolehm, sehr gut. Oh ja, wir haben auf jeden Fall viele Schokoriegel. So viel kann ich euch sagen. Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Wir kriegen die Farm. Ich weiß aber, das Ding ist, ich weiß gar nicht, was bei dieser Farm produziert wird. Wir haben's, Leute. Was ist hier? Lager? Lager wäre natürlich auch krass. Verbinder? Splitter? Ich will die Farm. Ich will wissen, was die macht. Batz, Junge. Ah, baue verschiedene Nutzpflanzen an. Deswegen der Mais und so weiter. Okay, was brauchen wir, um das zu craften? Eine Farm, Schokoplatte, Zuckerkabel, Schokoziegel. Schokoplatten sollten nicht das Problem sein. So, jetzt fehlen nur noch die Zuckerkabel. Hey, da bin ich wieder. Hier, wo alles begonnen hat. Gib mir mal die Zuckerkristalle. Danke. Was ich mich frage, wo baue ich denn diese Farm? Und vor allen Dingen, woher bekomme ich überhaupt den Mais und so? So, die Farm haben wir. 100 Stroh. Ja, okay, ich mache das, glaube ich, einfach hier. Okay. Mais. Technologie Mais fertiggestellt. Ah, der produziert. Okay. Okay, okay, okay. Aber was kommt denn nach dem Mais? Ah, Mais-Sirup. Technologie noch nicht freigeschaltet. Mais-Grieß. Dafür brauchen wir den Werker. Ja, so ist doch gut. Kurze Wege. Geht direkt rein da. Und er soll jetzt Mais-Grieß herstellen. Macht er das denn? Ja, guck mal, der Mais fährt direkt rein. Genau. Und da wird jetzt auch der Maisgrieß hergestellt. Und der Mais-Sirup wird in der Schmelze produziert. Dafür haben wir auch genügend Ressourcen. Das würde ich dann einfach so hier hinstellen. Ich hoffe mal, das klappt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es hier zu eng wird. So, Förderband. Direkt rein. Ne, Kurve kriegt man hier. Sehr geil. Ja, und dann würde ich gerne Mais-Sirup machen. Wofür auch immer ich ihn brauche. Guck mal, haben wir hier so eine richtig schöne Straße. Oh, ein Lolli. Junge, jetzt werden Lollis produziert. Das ist die Lolli-Produktionsstraße. In Werker T1. Ja, jetzt müssen wir nur mal gucken. Da geht's raus. Hier geht's rein. Schafft er die Kurve? Schafft die Kurve. Sehr gut. Macht den Lolli. Oh, warte, aber dafür brauchen wir Zucker und den Mais-Sirup. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich... Ah, das ist blöd. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssten... Die Kurve kriegt er wahrscheinlich auch nicht. Weil von der Seite hier muss der Zucker angeliefert werden. Ich mache das jetzt mal kurz einmal per Hand. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Dann klaue ich hier einmal Zucker. Beziehungsweise die Zuckerkristalle.
So, Zucker kommt. Einmal Zucker. So, und jetzt produzieren wir den Lolli. Ja, Lolli. Geiles Ding. Was hat der freigeschaltet? Verstärkte Schokoplatte. Oh, was ist hier? Oh, Inventartasche. Dann haben wir wahrscheinlich endlich ein bisschen mehr Platz hier. Was war da noch? Weizen, Mehl, Kekse, Eiscreme. Oh, Sprungplattform, Gleitschirm. Aber nun gut, Leute. Wir haben erfolgreich Schokolade, Zucker, Lollis, alles Mögliche produziert. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Falls ihr Bock habt auf den Podcast, hört euch die brandneue Folge vom Äffchen mit Käffchen Podcast an. Neue Folge ist am Start. Wie immer, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.